Hallo zusammen, mein Name ist Todde. Ich arbeite beim KSM als Kampfschwimmer und zeige euch heute mal meinen Arbeitsplatz. Hier befinden wir uns gerade auf dem Hubschrauberlandeplatz. Da können wir das Fallschirmspringen ableisten. Hinter uns seht ihr die Ostsee, in dem Fall den Kranzfelder Hafen. Hier verbringen wir Stunden unter Wasser, im Wasser, mit dem U-Boot, mit Jetboot, Scooter, Navigationstauchen etc. Und zu den ganzen Geräten zeige ich euch gleich mehr im Taucherlager. Wir befinden uns jetzt im Sauersohn-Gebäude. Das ist hier bei unserem Taucherlager. Hier habe ich mal einen Spind für euch geöffnet. Wir haben hier unseren Neopren hängen, unsere Tauchersicherungswesten, unser Navigationsboard und Teile der Ausrüstung, die noch trocknen muss nach dem Tauchgang. Unsere Aufgabenbereiche als Kampfschwimmer sind die Direct Action, die Special Reconnaissance und die Military Assistance. Das wären zum Beispiel Beobachtungsaufgaben in der Spezialaufklärung oder militärische Unterstützung bei verbündeten Einheiten. Eine Ausbildung braucht man im Zivil nicht mitzubringen. Hier reicht es lediglich, die Einstellungstests zu bestehen, körperlich und mental gut aufgestellt zu sein, leistungsfähig zu sein, gutes Durchhaltevermögen und dann wird das schon. Einen täglichen Arbeitsalltag gibt es in dem Sinne nicht, da wir so breit gefächert aufgestellt sind, da ist jeder Tag unterschiedlich. Ob es das Tauchen ist, das Fallschirmspringen ist, die Mobility-Ausbildung etc., da könnte ich jetzt endlos weitermachen, also Routine kommt da nie auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick über den Alltag des Kampfschwimmers geben. Schaut euch gerne noch die anderen Videos an oder informiert euch auf bundeswehrkarriere.de.